herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich bin noch hier beim Metzger. Wir haben ja letztes Mal genügend Leerpaletten hier eingefüllt, 24.000. Und jetzt bin ich gerade mal im Überlegen, was wir als nächstes tun sollten. Und ich bin auch ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht doch noch irgendeine Produktion uns anschaffen sollten, die vielleicht ein bisschen Geld einbringt, weil ich ehrlich gesagt davon sehr wenig habe. Ich bin der Meinung, dass der Herr Müller, Stefan Müller, sich die Weberei kaufen wollte. Aber ich brauche eigentlich erstmal einen Wald. Vielleicht kaufe ich mir den Elfer wieder. Der kostet 85.000, den könnte ich mir im Moment eigentlich leisten. Da muss ich gerade mal anrufen. Klingelingeling, klingelingeling. Hallo, ist der Neumann? Ja, Volker Varuna hier, hallo. Ja, moin. Landverkäufe laufen gerade über Sie, oder? Ja, der RaceX hat das an mich weitergeleitet. Gut, ich hätte Interesse am Waldstück Nummer 11. Ja, gucke ich gleich mal nach. Gut. Ja, und sonst, was machen Sie so? Wie läuft's? Boah, läuft ganz gut. Eigentlich. Bin ich eigentlich diese Woche mit Kreditzahlung wieder dran? Auch immer nix, also ja. Ich krieg auch noch Geld für die Holzkohle, fällt mir gerade ein. Da muss ich nochmal eine Rücksprache halten mit dem Charlie Krüger. Okay. Hatten wir da schon einen Preis gesagt? 1700. Ja, 1870. Kann es nicht sein, dass wir gesagt hatten, 39.000 glatt? Das kann sein, ja. Ich erinnere mich so ganz grob daran. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass ich meine Leerpalette, meine Papierpaletten irgendwo unterstellen kann? Jo. Wo denn? Die Gemeinde hat das Zentrallager aktuell. Och nee. Die wollen dann bestimmt wieder einen Haufen Gebühren, oder? Nee. Wenig. Was ist denn wenig? Das ist noch nicht ausgemacht. Der ist ja schon mal gut. Nicht. Bisher wurde noch nichts ausgemacht. Zu sagen, es ist wenig und dann nicht mal zu wissen, wie viel. Es wird aber wenig sein wahrscheinlich. Aber Wald 11. Ach. Ja, Wald 11. Ja. Machen Sie eigentlich auch Begleitfahrten zur Überlänge oder zu Schwertransport? Rein theoretisch ja. Kann aber auch die Polizei machen. Ja, okay. So, wie viel das kosten würde mit... Tut die komplett hier, bitte. Zum Mieten oder kaufen? Kauf. Komplett wie. Tausend. Ja. Gut, machen Sie die Unterlagen fertig. Ich überweise Ihnen das Geld. Ja, mache ich sofort. Also den Rest überweise ich Ihnen, dann müsst ihr mir halt ausweisen.
Also noch 14.600. 14,6. Jo, Moment, bin gerade unterwegs. überweise ich ihn, sobald ich am PC bin. Genau, passt. Gut, danke erstmal. Und melden Sie sich wegen der Holzkohle. Ja, melde ich mich Gut, sofort. danke. Tschüss. Tschüss. Ups, da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber gut, dann haben wir jetzt wieder ein Waldstück. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist zwar nicht das, was ich wollte. Und wir müssen ein bisschen weiter fahren. Aber wir sind nicht mehr abhängig von der Gemeinde. Und das ist viel wichtiger. Was ist denn hier los? So, wie viel haben wir denn hier drin? 3000 Liter, das ist schon mal gut. Haben wir schon wieder 6000 Eier. Und kann man. Ach, geh doch zu. Kann mal reingehen an PC. Und dann überweis mal kurz die 14.600. Gut, dann müssten wir mal mit dem Herrn Jäger telefonieren. Klingelingeling, klingelingeling. Jäger. Hallo, Herr Jäger, Volker Wauner hier. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne Schwertransport anmelden und Ja. hätte die Frage, ob ich auch ein Begleitfahrzeug benötige. Es geht um einen Scorpion King Harvester, der von Wald 14 nach Wald 11 gebracht werden müsste. Fahren würde ich. Die Frage ist nur, ob ich da ein Begleitfahrzeug brauche. Kann mir angucken, wie der gesichert ist, und dann können wir es dann sagen, ob sie einen brauchen oder nicht. Soweit ich weiß, hat das 6 Räder und fährt selbst. Ich kann gerade schlecht in meinen Unterlagen gucken, die sind leider gerade vergriffen. Ich will nur wissen, ob ich den mit der Masse und den Rädern, ob ich da, also ich würde auch ein bisschen Luft rauslassen, dass da die Belastung ein bisschen mehr verteilt wird. Ob ich damit eben selbst fahren darf oder ob ich einen Transport brauche. Ja, ich will ja nicht so sein, wir können sie machen. Ich Okay. habe ja auch die Karte, ich habe ja auch die Karte neben mir liegen, das ist ja nicht so ein großer langer Weg. Dann geht das Begleitfahrzeug? klar. Hat der Rundumleuchten? Soweit ich weiß, ja. Wenn Sie die Rundumleuchten anmachen, brauchen Sie kein Fahrzeug, kein Begleitfahrzeug. Gut, dann mache ich das so. Gut. Dann, Dankeschön. Tschüss. Bitte sehr. Ciao, ciao. Na, das ging ja überraschend einfach. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber nun ja. Warte mal, ah doch, ich fahre mit dem. Nee, warte mal, wir lassen den Glas zu Hause, gehen in den Wald, holen den LKW.
Ich fahre mit dem LKW gleich hoch, weil den LKW brauche ich ja dann auch im Wald. Meine Felder werden ja soweit bearbeitet, dann ist das alles im Gange. Ich habe noch eine Dolly. Brauche ich die Dolly eigentlich? Eigentlich könnte ich die doch verkaufen. Was ist denn die noch wert? Gerade mal im Fahrzeugschein reinschauen. H8000. 8000 sind 8000, ne? Folge Varuna, hallo. Hey Volker, Diesel hier. Servus. Servus. Ich habe jetzt mal gerade bei dem Blaubeer nachgefragt, also beim Björn, wie ich einen Frontlader-Umbau an meinem Johnny kostet plus GPS und mit einbauen. Ja. Der meldet sich, wenn er wieder auf dem Hof ist, der ist gerade bei der Molkerei, sagte er. Ja, Frontlader wäre nämlich gerade auch, war auch gerade meine Überlegung. Ich habe mir nämlich jetzt einen Wald gekauft. Und müsste da dann mit Sicherheit auch diese Woche gegen Ende mal ein paar Stämme verladen. Naja, so richtig. Also deshalb, ja. Je nachdem würde ich dir auch die Hälfte davon zahlen, wenn es sein muss. Für den Umbau. Ja, toll. Sagst halt dann nochmal Bescheid. Sag ich dann. Gut, wie läuft's mit den Feldern? Ja, ich bin jetzt gerade am letzten Ansehen. Was macht man da drauf? Dinkel, glaube ich, gell? Ja, du hast letztes Mal gesagt, alle zwei Felder, deins und das Pachtfeld, alle beide mit Dinkel. Ah ja, okay. Ja, dass sich's rentiert. Richtig. Okay. Gut. Bis denn mal. Bis denn. Ciao. Halt, warte mal. Ja. Was macht der Stefan? Der hat gerade Kopfschmerzen. Bin jetzt gerade wieder auf. Okay. Gut, dann bis später mal. Bis später, ciao, ciao. Tschö. So, dann stellen wir den hier mal gerade ab. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt gleich mal den Harvester ab. Der müsste eigentlich noch in Wald 14 stehen. Ja, da hinten. Ich sehe ihn schon durchblitzen. Super gut. Aber dann würde ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.